Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Disney Dreamlight Valley Video, in dem wir das neue DLC Rift in Time weiterspielen werden und die Aufgaben der funkelnden Dünen erfüllen. Dadurch helfen wir Gaston und finden das dritte und letzte Juwel der Zeit, was uns bei der Lösung der Hauptquest hilft. Wenn ihr Lust habt, dass wir auch noch ein Video hochladen, wo wir das Ende der Hauptquest zeigen, also wo wir alles komplett durchspielen, was das DLC betrifft, und wir dadurch auch sehen, ob wir wirklich Jafar befreien und danach wirklich Pech dadurch bekommen oder ob wir nachher im Endeffekt alles retten können und das Land der Ewigkeit dann nachher in Frieden existiert, dann hinterlasst unbedingt eine positive Bewertung. So sehen wir nämlich immer, ob euch Videos gefallen haben, ihr an den Spielen interessiert seid und vielleicht auch noch weitere Parts sehen wollt. Vergesst aber auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren. So könnt ihr uns nämlich kostenlos mit einem Klick super unterstützen und seid bei weiteren Meilensteinen dabei, denn wir wollen auf jeden Fall bald in Zukunft die 3000 Abonnenten knacken. Darüber würden wir uns sehr sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. So, meine lieben Freunde, wir befinden uns hier wieder im verregneten Dreamlight Valley, beziehungsweise, um genauer zu sein, im Land der Uralten. Denn wir spielen ja gerade das DLC und wir wollen es durchspielen. Beziehungsweise, was heißt durchspielen? Wir wissen ja noch nicht, was uns alles erwartet. Aber wir haben bereits schon das Land der Uralten erkundet und dort viele Aufgaben gelöst. Und auch Rapunzel befreit und ihr geholfen, hier ein paar Sachen aufzudecken. Das heißt, wir haben auch schon zwei Juwelen. Wir brauchen insgesamt drei, um hier hinten in Jafars Tempel zu kommen und dort ihn zu befreien, weil wir ja momentan noch denken, das wäre das Richtige. Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch ein paar Probleme mit sich bringt. Als nächstes müssen wir Gaston in den funkelnden Dünen helfen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, was uns da noch alles so erwarten wird. Also natürlich wollen wir jetzt als nächstes mit die Aufgaben von Gaston machen. Er möchte halt Stachelblatt pflanzen, biegsames, spinnenartiges Ding und süße braune Rosinendinger. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal die Dünen erkunden müssen. Und dann können wir ihm wahrscheinlich auch schon sehr bald helfen. Bevor wir aber das machen, würde ich sagen, werden wir eben nochmal ein bisschen hier chillen. Ein bisschen einfach sowas abbauen oder vielleicht sogar auch nochmal nach Dreamlight reisen. Eine Ewigkeit später. So, es regnet nicht mehr und jetzt können wir uns den weiteren Aufgaben widmen. Und ich denke, bevor wir jetzt versuchen, so diese Freundschaftsaufgaben oder diese zusätzlichen Storyaufgaben zu erfüllen, wie zum Beispiel hier neuer Unternehmer oder so, dass wir uns zuallererst dann jetzt mit den Dünen befassen und uns die mal angucken werden. Ich denke, das ist eine gute Sache. Natürlich läuft Donald hier jetzt auch hin. Jetzt wird hier ein bisschen erkundet. Können wir gleichzeitig ja auch wieder ein bisschen klar Schiff machen. Hier ist auch schon die erste Nachricht. Jetzt mal gucken, ob die von Rapunzel ist oder wieder von uns. Ich bin verloren. Ich sollte starten, ein Journal zu schreiben, wenn ich meine Erinnerungen verliere. Okay. Gastons Tagebuch. Okay, das ist Gastons Tagebuch. Okay, mal gucken, was das hier für schöne Blumen sind. Die sind ja so hübsch. Aber wir haben keinen Platz in unserem Lager. Das versteht hier einfach mal wieder keiner. Hier ist auch wieder so eine Kugel. Hier ist es aber auch echt schön. Hier haben wir auch wieder den Verkaufstisch. Den werden wir wahrscheinlich auch gleich direkt schon freikaufen. Ach komm, machen wir einfach mal. Einen schönen Tag noch. Wie teuer? 4000. Geld, was ist schon wert? Brokkoli! Brokkoli ist lecky! Brokkoli, Brokkoli. Oder Brokkoli, wie auch manche sagen. Aber es ist ja Doppel-K, also es ist für mich Brokkoli. Brokkoli. Hey, Kaktus. Wir können jetzt einen Kaktustopf uns machen. Zinn haben wir jetzt auch wieder viel abgebaut und Kupfer, welches wir ja auch brauchen. Oh, was haben wir hier? Wo geht's hier oben eigentlich hin? Ein Turm oder so wieder? Liebe sonnige Tage. Also, dass du hier rumlaufen kannst, ohne zu schmelzen, ist ja wirklich ein Wunder, Olaf. Ja, du bist halt was Besonderes. Konnte er das tun? Ausgerechnet mir! Diesem Dürren steht eine böse Überraschung bevor. Kokosnuss! Oder? Nee, was war das? Kakao? Datteln! Okay. Auf Datteln wäre ich jetzt nicht gekommen, bin ich ehrlich. Und Leute, danke für den Start des Hype. Da, die Lokomotive fährt los, habt ihr es gehört? Oh, hier ist eine Schlange. Bist du gefährlich?
Naja, du haust nur wieder von uns ab. Okay, wir haben jetzt schon so das Wichtigste hier eigentlich eingesammelt und können uns jetzt eigentlich, ja, darum bemühen zu gucken, dass wir alles für Gaston finden. Also die grünen Stachelblattpflanzen, die haben wir auf jeden Fall schon. Wir müssen aber noch das biegsame, spinnartige Ding und das süße, braune Rosinending beschaffen. Ah, davon haben wir jetzt auch genug. Das sind nämlich die Datteln. Jetzt brauchen wir nur noch das süße, braune Rosinending. Leicht sitze ich hier, fest ohne Le Fou. Das wird mich nicht aushalten, den besten Herrscher von Gastonia. Ich check gar nichts. Sei gegrüßt, Okay, wie Nachbar. teuer? 5000, ja, Hey! komm. Werden wir pleite? Was soll der Geiz? Aber dann können wir uns wenigstens hier wieder schnell hin teleportieren. So, bevor wir jetzt hier angeln, wollen wir doch mal eben kurz gucken, ob wir hier irgendwo hin können. Oh ja. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier? Das ist ja gruselig. Mir ist so langweilig. Ich würde sogar ein Buch lesen. Dann muss es ja ganz schlimm gewesen sein, Gaston. Oh, hier ist eine Kiste. Die schnappe ich mir. Selbstgemachter Kleber. Sieht aus, als ob ich feststecke. Niemand beherrscht die Natur wie ich. Mit etwas, ich komme schon allein zurecht. Okay. Wieder zurück. Dann angeln wir noch mal ein bisschen. Gucken, was wir so im Treibsand entdecken. Also Sandwürmer scheinen ja echt eklig hier zu sein. Skorpion. Das war's. Oh, das war's. Agave, Skorpion und Datteln. Bitteschön, Gaston. So, ist das besser? Hast du deine Kraft zurück? Ich habe nie meine Kraft verloren, Nadine. Mach dich nicht lächerlich. Einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einig sind. Ich wieder. Nein, ich stimme dem zu. Was machst du denn hier in Gastonia? Wie bitte, Gastonia? Ja, was glaubst du denn, wo du hier stehst? In den funkelnden Dünen. Wohl kaum. Das hier ist Gastonia und ich bin der Herrscher. Ich bin schon eine ganze Weile hier. Also habe ich beschlossen, dass es einen richtigen Namen haben sollte. Du weißt schon etwas, das ich mir ausgedacht habe. Was machst du denn hier? Nun, ich habe in meinem Dorf alles getan, was ich wollte. Alle Trophäen gejagt, alle Bürger beeindruckt. Es gab keine waghalsigen Taten mehr, die ich vollbringen konnte, um ihre Anerkennung zu bekommen. Oh nein, das ist ja furchtbar. Das stimmt. Ich bin auf der Suche nach dem Juwel der Zeit. Hast du in der Gegend von Gastonia irgendwelche magisch aussehenden Edelsteine gesehen? Nein, aber ich bin auch auf der Suche nach Schätzen. Jede Menge davon. Ich kann dich gebrauchen. Nein, eigentlich habe ich. Hast du Erfahrung als Lakai? Wahrscheinlich. Gaston, ich habe es hier mit etwas ziemlich Wichtigem zu tun. Die Insel der Ewigkeit ist in Gefahr. Wenn ich die anderen Juwelen der Zeit nicht finde, könnte die ganze Insel zerstört werden. Das scheint wirklich nicht schlimm. Das scheint wirklich schlimm zu sein. Aber es ist wirklich schlimmer, als wenn ich, Gaston, ohne jemanden dastehe, der mein Loblied singt und meine Befehle ausführt. Ich glaube, du hast es mit einem Sonnenstich zu tun. Nicht einmal ich kann die Sonne streicheln, Nadine, sie ist oben am Himmel. Du brauchst einen Helden, der das für dich in Ordnung bringt? Gut, ich werde es tun. Was ist dein Plan, Held? Ich werde dir den Weg weisen. Wir beginnen in meinem Lager, der Hauptstadt von Gastonia. Du bist nicht. Weißt du was? Zeig mir den Weg. Ich folge dir zu deinem Lager. Ja, ich glaube, ich Auf weiß sogar, wo Wiedersehen. er hin will. Wo wir seinen tollen, selbstgemachten Kleber gefunden haben. Wir sind da, die Hauptstadt von Gastonia. Toll, können wir uns jetzt bitte konzentrieren? Was machst du hier? Wenn du dich mit Heldentum auskennen würdest, wüsstest du, dass Helden immer auf Missionen gehen. Ich bin mit Missionen ziemlich vertraut. Seltsam, du siehst für mich nicht wie ein Held aus. Wie auch immer, als ich zu Hause war und Heldentaten vollbrachte, war mein Lakai Le Fou immer an meiner Seite. Lakai, dieser Le Fou klingt eher wie dein Gehilfe. Gehilfe? Le Fou kann lässig sein, aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, ihn als Hilfe zum Gehen zu benutzen. Ich gehe vorzüglich. Jetzt kannst du diese Rolle für mich bei dieser Suche sein. Wie wäre es, wenn du mein Gehilfe bist? Meine Suche nach dem Täuschungszauberer. Okay, hast du ihn schon kennengelernt? Er trägt einen Stab mit Schlangenkopf, benutzt zu viele lange Wörter, ist ein bisschen durchsichtig. Du sprichst von Jafar. Natürlich kommen die zusammen und hacken irgendwas aus. Ich habe ihn getroffen, nachdem ich Gastonia gegründet habe. Er bat mich, etwas namens Juwel der Zeit für ihn zu finden. Natürlich arbeite ich nie umsonst. Er sagt, dass dieses Juwel der Zeit in einem Gewölbe voller Schätze versteckt sei und dass ich alles außer diesem Juwel haben könne. Das Juwel der Zeit ist also in diesem Gewölbe. Ich wünschte, Jafar hätte mir davon erzählt. Es gibt nur ein Problem. Wir müssen zuerst den Schlüssel zum Gewölbe finden und der Schlüssel ist nirgends zu finden. Vielleicht sollten wir noch einmal überprüfen, wo du überall nachgesehen hast. Deine Schritte zurückverfolgen. Zwei Augenpaare sind besser als eins. Wir verfolgen meine Schritte zurück. Du kannst damit anfangen, das Lager zu durchsuchen, während ich mich ausruhe. Ja, okay, ich sehe mich um. Ah. Wieder eine Malpalette. Ist sie von Rapunzel? Aha. Wir haben alles.
Farbpalette, selbstgemachter Kleber, Kokosnussschalen. Bitteschön. Gaston, ich habe ein paar Sachen in deinem Lager gefunden, wenn du ein Nickerchen gemacht hast. Nickerchen, Nickerchen sind für Kinder. Ich hatte eine mächtige und wohlverdiente Pause. Was auch immer du sagst. Boote zum Schwimmen zu bringen, überlasse ich den Schiffszimmerleuten. Wenn du dich ausgeruht hast, habe ich zwei den Gewölbeschlüssel nicht gefunden, aber dafür diese. Ach, das? Die sind von, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe sie noch nie gesehen. Klingt irgendwie so, als wären es deine. Mach dich nicht lächerlich, ich spiele nicht mit Handwerksgegenständen. Warum die Kokosnüsse? Warum nicht? Wir sollten als nächstes mein Schiffswrack durchsuchen. Dein was? Schiffswrack. Vor langer Zeit habe ich mein Zuhause verlassen und bin auf der Suche nach Abenteuern zur See hinausgefahren. Aber mein Schiff wurde während eines Sturms vom Kurs abgebracht und geriet in eine riesige Flutwelle. Dank meines natürlichen seemännischen Talents und meines beeindruckenden Körperbaus habe ich überlebt. Die Welle drückte mein Schiff weit ins Landesinnere in diese seltsame Wüste. Seitdem regiere ich hier. Was regierst denn du hier? Den Kaktus da, oder? Gut, dass ich vorbeigekommen bin. Ich wollte mich gerade befreien, bevor du aufgetaucht. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr mit ihm reden. Mein Schiffswrack liegt in der Ödnis. Ich glaube, da müssen wir da mal hin und den Nebel beseitigen, ja. Du gehst schon? Ja, besser ist das. Ja, es ist total seltsam, dass ich nicht mehr in deiner Nähe sein kann. Ah, die Ödnis ist oben. Wir müssen gar nicht hier hin. Wir müssen da oben hin. Wie teuer? 4000, das geht sogar vom Preis. 2297 Nebel haben wir gerade. Also wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen was sammel, ein paar Aufgaben erledige, dann sollten wir auf jeden Fall jetzt schnell auf die 4000 kommen. Ich habe Gaston getroffen. Was hältst du von ihm? Er scheint nett zu sein, aber ein bisschen einsam. Er hat sich an den Kokosnüssen aus den Kokosnüssen Freunde gebaut. 4000! Let's go! Wir verschwenden keine Zeit. Wenn du das tust, kannst du einen anderen Bereich der funkelnden Dünen erkunden. Die Ödnis. Okay. Danke, sehr freundlich von dir. Maui! So, wir sollen uns jetzt am Schiffswrack treffen. Oh, hier ist es. Ich mag auch diese Riesenpilze. Und hier ist sogar ein Haus. Warte, noch ein weiterer. Also, hier ist noch irgendwas zum Verkaufen. Schreiben ist seltsam. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Gaston braucht keine Bücher. Trotzdem ist es schön, meine Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. Keine Spur von dem Gewölbeschlüssel. Nun, wir haben es versucht. Ich sage, wir kehren in die Hauptstadt von Gastonia zurück. Du kannst ein Lied über mich schreiben. Warum soll ich jetzt ein Lied über dich schreiben? Wir brauchen die. Frau verdienst kein Lied für dein Versagen. Wir brauchen diesen Schlüssel. Ohne den Schlüssel gibt es keine Möglichkeit, das Juwel der Zeit zu bekommen. Ohne die Juwelen ist die Insel dem Untergang geweiht. Aber was ist, wenn es keinen Scarabeus-Schlüssel gibt und wir bereits verloren sind? Du hast nie erwähnt, dass es ein Scarabeus oder Scarabeus war. Oh, was spielt es für eine Rolle, wie der Schlüssel aussieht? Wir werden ihn nie finden. Wir haben an zwei Orten nachgeschaut. Zwei? Haben wir nicht schon genug getan? Nicht wirklich. Wenn du dich so sehr sorgst, dann suche weiter. Durchsuche die Ödnis. Schau im Treibsand nach. Du wirst sehen, ich habe recht. Du bist eindeutig so geschickt wie ich. Oh mein Gott, du bist echt... Ich bin fertig mit dir. Ganz nerviges Stück, weißt du das? Das war hier anscheinend Gastons Zuhause oder so. Aber unglaubliche Muskeln verschwinden. Ich muss ein paar Hanteln machen. Vielleicht aus diesen Kokosnüssen. Wenn ich das nur einmal so vorlesen würde, wie er es geschrieben hat. Aber ich tue es nicht. Okay, was haben wir da? Du hast ein Lefou gefunden. Aha, was sagst du jetzt, ne? Gaston, ist das Lefou? Ich habe mich schon gefragt, wo ich den gelassen habe. Du warst einsam hier draußen. Ich einsam niemals. Ich habe mir ihn gemacht, um mir die Zeit zu vertreiben, wenn nicht. Allerdings ist er eine Verbesserung gegenüber dem Original. Dein Gehilfen neu zu erschaffen scheint etwas zu sein, was eine einsame Person tun würde. Nadine, wenn ich mich einsam gefühlt hätte, würde es mich da nicht nach einer... Würde es mich dann nicht noch einsamer machen, wenn ich einen Lefou aus Kokosnüssen basteln und jeden Tag mit ihm reden würde? Nein. Wohl kaum. Er hat überhaupt nicht geholfen und ich fühle mich so toll wie immer. Ja, dir geht es eindeutig super. Ich gehe zurück in mein Lager. Kann euch denn ernst sein, was ist mit dem Juwel der Zeit? Das Juwel, das der Zauberer erfunden hat und das nur mit einem Gewölbeschlüssel gefunden werden kann, den es wahrscheinlich gar nicht gibt? Mach ohne mich weiter. Ich habe nachgedacht. Selbst wenn es einen Schatz gäbe, was dann? Hier gibt es nichts, wofür man ihn ausgeben könnte. Niemanden, den man beeindrucken könnte. Wenn du mir schon nicht helfen willst, kannst du mir wenigstens ein bisschen mehr über diesen Scarabeus-Boys-Schlüssel erzählen, den du erwähnt hast.
Gut, der Täuschungszauberer hat gesagt, dass er aus zwei Teilen besteht, die wie ein Skarabäus geformt sind. Und wenn du die Teile zusammensetzt, führt er dich zu einem Gewölbe. Und, konntest du irgendwelche Hinweise darauf finden? Alles, was ich gefunden habe, ist Sand und ab und zu ein Stück Schrott. Oh, und ein Teil von einem seltsamen Metallkäfer. Gastor, beschreibe mir, was du für ein Skarabäus hältst. Du weißt schon, ein Skarabäus, ein langes, hohles Ding, in dem man ein Schwert aufbewahrt. Schwertscheide. Hängst du mit deinem Kokosnussdefur ab? Ich übernehme das. Na gut, ich habe den Käfer irgendwo in der Steppe weggeworfen. Wow! Was habe ich getan? Ich habe hier so einen Kreis geschaffen. Ich weiß noch nicht, wofür dieser Kreis ist. Ich habe es auf jeden Fall getan. Ah. Okay, ich habe das Teil. Sprich mit Jafar. Ich sehe, hast du die Hälfte meines Skarabäus gefunden. Deines? Ja, ich habe ihn doch erschaffen. Dein Fortschritt ist lobenswert. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung, dass wir die Katastrophe abwenden. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass das Juwel derzeit in einem Gewölbe voller Schätze ist? Vielleicht wollte ich deine Eifer testen. Allerdings hatte ich gehofft, dass Gastor die meiste Arbeit für dich erledigt und ich mir von ihm den Skarabäus-Schlüssel einfach nur nehmen müsste. Ich habe Gastor vor einiger Zeit mit dieser Aufgabe beauftragt, aber dieser Schwachkopf hat anscheinend keinen Fortschritt gemacht. Ich glaube, dass er zu einsam war, um produktiv zu sein. Er hat sich einen Freund aus Kokosnüssen gebaut. Ich habe ihn gefunden, während wir auf der Suche waren. Ich finde es irgendwie süß. Es wäre möglich, dass er jetzt mit Begleitung nützlicher ist. Die andere Hälfte des Skarabäus muss erst noch gefunden werden und Gastor könnte sich doch noch als nützlich erweisen. Begrenze deine Suche nicht auf die funkelnden Dünen. Der üppige Dschungel im Osten war immerhin mal eine Wüste. Na gut. Dann sprechen wir jetzt erstmal mit Gaston und dann werden wir wahrscheinlich dann nochmal im Dschungel nach dem zweiten Teil suchen müssen. Wie läuft's? Ich möchte sicher gehen, dass du eine Sache richtig verstehst, Nadine. Kokosnuss-Nefu ist keine Art von Begleiter oder Spitz. Du gehst mir einfach nur auf die Nerven, krieg Kopfschmerzen von dir. Bla 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 bla. Mich interessiert nur, was ich denke. Aber als ich zu meinem Lager zurückkam, wurde es mir klar, ich bin vom gastonischen Weg abgekommen. Es ist an der Zeit, dass ich meine beeindruckenden Aktivitäten wieder aufnehme und aufhöre, wie ein erbärmlicher Zimmermann zu schnitzen. Ich muss weiterziehen. Hast du die Schwertscheide gefunden? Ja, habe ich. Eine Hälfte. Willst du vorankommen, indem du mir hilfst, das andere Teil zu finden? Nicht jetzt. Sei fragen, was das bedeutet. Du weißt schon, dass üblich von einem Gipfel in die Ferne stand. Du bist so nervig. Viel Glück. Wir werden uns in ein paar Stunden wieder bei ihm melden. Gar nicht so übel. Ja, mal gucken. Also auf jeden Fall, da lassen wir uns einfach Zeit. Ach so, er hilft uns erst in ein paar Stunden, das nächste Teil zu finden. Och Mann, Gaston, warum können wir denn nicht alleine das Teil finden? Okay, dann können wir eigentlich uns mit den ganzen Freundschaftsaufgaben auch noch befassen. Wir sollen ja noch ein paar Bilder für Eve machen. Mann mit einem unfassbar dicken Hals. Ich denke, damit meint sie Gaston. Hier haben wir unser tolles schwebendes Boot. Eine Schlange, ein Wasserfall aus Sand. Da müssen wir jetzt in die Dünen für die anderen Aufgaben. Jetzt müssen wir nur noch mit Gaston ein Bild machen. Oh mein Gott, wo kommen wir denn hier unten hin? Ui. Hier kommen wir mal wieder nicht durch, aber da hinten haben wir auf jeden Fall noch ein Geschenk. Ah, ich sehe, hier unten könnten wir jetzt hier drunter und dann hier rum und dann kommt man auch in das Grenzland. Dafür können wir jetzt aber die Aufgabe von Dagobert weitermachen. Und zwar brauchen wir Kupfer, Quarz und Perlen. Wir brauchen nur noch drei Perlen, aber das kriegen wir hin, wenn wir ein paar Mal graben. Bitteschön. Das tut weh, es ist nämlich echt viel. Hallo. Welch ein Glück. Ausgezeichnete Arbeit, Nadine. Wir sind bereit für eine weitere große Eröffnung. Und dich dafür zu belohnen, dass du mich auf dieses Geschäft aufmerksam gemacht hast und es wieder auf Vordermann zu bringen, möchte ich, dass du diejenige bist, die den Laden eröffnet. Es ist mir eine Ehre. So. Ich brauche wahrscheinlich nur ein paar Sternmünzen. Aber ich habe dir gerade so viel. Ich mache doch nur Spaß. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade schon ansetzen und ausrasten.
Du darfst da bestimmt kostenlos arbeiten. Gut gemacht, Nadine. Eine Eröffnung in angemessener Form. Ich bin mir sicher, dass die Leute in Kürze in dieses schöne Geschäft strömen werden. Und da du sowohl meine beste Mitarbeiterin als auch meine beste Kundin bist, habe ich auch etwas für dich. Bitte sehr. 1000. Schön für dich. So, wir müssen uns jetzt hier so eine kleine Plantage aufarbeiten, wo die ganzen Früchte und das Gemüse hinkommen. Oi, was haben wir denn hier? Das schalten wir noch irgendwann alles frei. Aber da hinten wird auch spannend. Ich glaube, das Wichtigste haben wir zu uns geholt. Hübsch. Nutze den Tisch der Zeit, um beliebige Möbel herzustellen. Wir können einen Laternenpfahl machen. Ja, dann machen wir den. Dafür haben wir nämlich genug. Und dann haben wir nämlich die Aufgabe auch schon wieder erledigt. Ich wollte ja Möbel haben, weil als wir es das letzte Mal eingesetzt haben, haben wir keine Möbel hergestellt, sondern das war irgendwie eine Fliese oder so. Du hast es geschafft. Du stellst mit deiner Sanduhr in den Tischen der Zeit etwas her. Gut gemacht. Ich würde sagen, es ist fast so, als würdest du mit jeder Sache, die du herstellst, die Vergangenheit wiederentdecken. Aufregend, oder? Als ob ich Archäologie mit Magie betreiben würde. Ganz genau. Oh, und noch etwas habe ich entdeckt. Der Nebel in deiner Sanduhr ist nicht nur nützlich, um die Zeitrisse auf der Insel zu beheben. Du kannst den Nebel auch benutzen, um deine Sanduhr noch mächtiger zu machen. Ich bin mir sicher, wenn du das tust, wirst du weitere Dinge entdecken, die du erschaffen kannst. Aber um das alles zu verstehen, nun ja, es ist mehr Forschung nötig. Ich lasse es dich wissen, wenn ich noch etwas entdecke. Bravo! Bravo, bravissimo. Ah, wir müssen wieder mit ihm reden, wir haben eine Jetzt neue Aufgabe. Komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Nehme an, du hast die seltsamen Trümmer auf der Insel der Ewigkeit bemerkt. Im Land der Uralten sind eine Art uralte Trümmer verstreut. Stalagmiten aus Glas in den funkelnden Dünen. Und bösartige Pflanzen sprießen überall im wilden Dschungel. Sie halten mich daran, Orte zu erreichen, die ich erkunden möchte. Ja, weißt du, es ist seltsam. Deine herrschaftlichen Geräte sollten alles entfernen können. Aber es scheint, dass die Magie der Insel der Ewigkeit in sie eingedrungen ist. Sie sind in der Zeit eingefroren. Um sie zu beseitigen, brauchst du die Magie der Sanduhr um den Tisch der Zeit. Untersuche die Echos aus der Vergangenheit auf deinem Tisch der Zeit. Es muss einen Weg geben, wie du Tränke herstellen kannst, um deine herrschaftlichen Geräte mit der nötigen Magie zu versorgen. Danke. Warte mal, aber haben wir nicht schon zwei Sachen von unseren Sachen verbessert am Tisch? Ja, wir müssen jetzt nur noch einen Spitzhackentrank machen. Hey, es geht. Ah, wir haben schon wieder 3200 Nebel gesammelt. Okay, Upgrade. Jetzt haben wir alle Sachen geupgradet. Wunderbar. Du solltest jetzt keine Probleme mehr haben, die kleineren Trümmerteile, die gläsernen Stalagmiten und die bösartigen Pflanzen zu entfernen. Ich fürchte allerdings, dass die größeren Exemplare mehr Recherche erfordern. Lass uns schnell forschen. Diese Entschlossenheit, sehr bewundernswert. Ich mache mich auf den Weg zu meiner Bibliothek, um genau das zu tun. Ich werde dich auf jeden Fall benachrichtigen, wenn sich etwas ergibt. Aber was ist das? Das hier wird eine eklige Aufgabe. Ich sag, das wird vielleicht sogar eine Aufgabe gleich mit Gaston. Er sagt, oh, da drin, geh mal rein, viel Spaß. So, jetzt würde mich ja mal interessieren, wir haben ja jetzt all unsere Sachen verbessert, ob wir jetzt das hier zum Beispiel wegkriegen. Ja! Das hat ja in Dreamlight Rally dauert das ja so lange, bis du deine Sachen verbessert hast. Aber wir gucken jetzt mal unten, da konnten wir ja leider nicht lang, aber jetzt können wir es. Von den Teilen kriegen wir halt die Glassachen. Das ist eigentlich ganz gut. Machte mich auf die Suche nach LeFou. Nicht gefunden. Dummes, kleines, verlorenes Ding. Ich habe weißer Blitz am Himmel. Was könnte das gewesen sein? Eigentlich können wir jetzt auch gut nach Dreamlight Valley und da versuchen, die Hauptaufgabe in der Zeit weiterzuspielen, wo wir hier nicht weiterkommen. Es wird 6,5 Stunden später. Also nachdem wir jetzt hier ein paar Aufgaben gemacht haben, werden wir jetzt wieder zurückgehen, weg aus Dreamlight Valley und gucken mal, ob Gaston Zeit für uns hat. Hey Gaston, hast du deine harte Naturbetrachtung durchgeführt? Wie geht es dir? Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, alles Gerede über Gefühle zu ignorieren, Nadine. Hast du das andere Skarabäus-Teil gefunden? Bisher nicht. Gibt es Hinweise auf die andere Hälfte? Jafar sagte, er könnte im wilden Dschungel sein. Der Täuschungszauberer könnte recht haben. Ich habe jeden Zentimeter der Dünen durchkämmt und die andere Hälfte noch nicht gefunden. Ich habe eine Idee, Nadine. Ich habe einmal ein blondes Mädchen im wilden Dschungel herumrennen sehen. Vielleicht kann das Dschungelmädchen helfen. Oh, du meinst Rapunzel? Ist das ihr Name? Das eine Mal, als ich sie sah, warf sie einen Blick auf Kokosnuss-Lefou und rannte davon. Ich kann es ihr nicht verübeln, dann gehe ich wohl als nächstes zu ihr. Ich komme mit dir. Du brauchst jemanden, der so charmant ist wie ich, um für dich mit den Leuten umzugehen. Kannst du etwas zu
Essen und zu trinken für uns einpacken. Uni, du musst mit Jafarin und einen Hinweis darauf bekommen, was uns in der Hülle erwartet. Ah, also er ist null hilfreich. Wir hätten uns wirklich das alles sparen können. Wirklich, von vorne bis hinten. Okay, Rapunzel, du musst uns mal kurz helfen. Oh. Nadine, hallo, es ist toll, dich zu sehen. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja, ich bin auf der Suche nach einem magischen Gegenstand. Was für ein Gegenstand? Könnte es Teil eines meiner Projekte sein? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich mal sowas gefunden habe. Es gibt eine Stelle im Hain. Ich höre dort immer das Summen vieler Insekten. Aber er ist schon seit langem blockiert. Ein guter Anhaltspunkt. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, es ist die eklige Stelle, die wir meinen. Ich mache ein Foto von den Insekten. Ach, wie cool. Hello. Oh. Hattest du Glück bei der Suche? Naja. Ich habe diesen seltsamen Sockel gefunden, auf dem es vor Käfern nur so wimmelte. Hier, ich habe ein paar Fotos gemacht. Lass mich sehen. Der Schwarm sieht aus, als wären es lauter Skarabäen. Es ist seltsam, dass sie hier im Dschungel sind. Normalerweise bleiben sie in den Wüsten. Es ist auch seltsam, dass sie so ausschwärmen. Ich frage mich, ob sie durch die Magie deines Skarabäus-Schlüssels von der Wüste weggelockt wurden. Normalerweise, ich frage es nur, wie werde ich sie los? Der Schwarm ist im Moment zu dicht. Hast du schon mal von fleischfressenden Pflanzen gehört? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du bist so klug. Hier gibt es viele fleischfressende Pflanzen. Es gibt die Venusfliegenfalle und die Kannenpflanze. Wenn du genug von ihnen sammelst, kannst du ein paar fleischfressende Blumenarrangements herstellen. Wenn du sie dann neben den Sockel stellst, werden sie sicher um den Skarabäusschwarm kümmern. Fantastisch. Ich glaube, wir haben auch schon echt einige von denen. Jetzt müssen wir dann halt nur noch dieses Arrangement herstellen. Fleischfressende Blumenarrangements. 2 Stück. Können wir. Sehr gut. Okay, dann wollen wir hier mal aufstellen, ne? Lecky 1 und 2. Sieh nach Gaston. Och, Mann. Wie geht's dir, Gaston? Sehr gut. Das ist großartig. Jetzt musst du noch das Gewölbe des Täuschungszauber ausfinden und mir den Schatz besorgen. Wie läuft die Jagd? Ich arbeite daran. Hast du deinen Teil der Vorbereitung für unser Abenteuer abgeschlossen? Eigentlich, ich dachte, anstatt mit dem Täuschungszauber zu reden, trainiere ich lieber meine Muskeln. Wir holen ihn ab, wenn wir beide Teile haben. Danke, dass ihr es gefressen habt. So. So, wie ich sehe, entwickelt sich mein Plan vorzüglich. Du hast das zweite Teil des Skarabäus gefunden. Ist es nicht unser Plan? Ha, was für eine kuriose Fehlinterpretation. Wow, wie unhöflich. So oder so, wir haben ein Problem. Dieses Teil sieht sehr mitgenommen aus. Herr Dschungel hat ihn ziemlich zugesetzt. Ich denke nicht, dass es so mit dem anderen Teil zusammenpasst. Vielleicht kann etwas vorübergehende Magie es richten. Hast du Zugriff zu einem Tisch der Zeit, Traumscherben oder einer Quelle von Nebel? Ich meine, dass du mit den beeindruckenden Kräften, die du gebildet hast, die Skarabäus-Teile in ihren Ausgangszustand versetzen kannst. Ein Versuch ist es wert. Dann wollen wir mal reparieren. Traumscherben haben wir genug, Nebel auch und das haben wir. Perfekt. Endlich, mein Plan ist aufgegangen. Das Juwel der Zeit ist zum Greifen nah. Wir stehen kurz davor, alles wieder richtig zu stellen, was die Insel der Ewigkeit bedroht hat. Ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Arbeit allein gemacht. Du liegst komplett falsch. Schließlich habe ich dich bei jedem deiner Schritte begleitet. Nur ein ungeschliffener Diamant darf mein Gewölbe betreten. Ganz gleich, wie man spricht oder sich kleidet, nur wer reinen Herzens ist, darf eintreten. Da fahr ich, komme noch rein, oder? Oh, Nadine, falsche Bescheidenheit steht dir nicht. Berühre die beiden Teile des Skarabäus-Schlüssels und er wird dich zu meinem Gewölbe führen. Das ist ein tolles Sicherheitssystem. Das Juwel der Zeit ist unbezahlbar. Ich muss es beschützen. Na gut, ich werde Gaston die schlechte Nachricht überbringen und mich auf den Weg machen. Ist es an der Zeit für unsere Schatzsuche? Ja, aber ich fürchte, ich habe zuerst eine schlechte Nachricht für dich. Liegt es daran, dass deine mickrigen Arme nicht die gleiche Menge an Schätzen tragen können wie ich? Es ist es wirklich nicht. Was ist dann? Ich möchte diplomatisch sein. Das ist langweilig. Dem Skarabäus hinterher. Okay, dann wird er es halt erstmal nicht erfahren. So, interagieren. Oh! Entspannt. Beeindruckend. Und dieser Schatz wird bald mir gehören. Wenn sie von einem riesigen Katzenkopf bewacht wird, müssen die Reichtümer darin von enormem Wert sein. Gaston, ich muss wirklich mit dir reden. Jetzt kann das nicht warten, bis wir drin sind. Ich kann es kaum erwarten, deine Reaktion darauf zu sehen. Dann so, dann so. Lass draußen warten, während ich das Gewölbe und dessen Schätze erkunde. Was? Und außerdem warum? Das ist Teil der Magie des Gewölbes. Nur ein ungeschliffener Diamant kann es betreten. Und du bist nicht rein herzens genug, um einzutreten. Die Magie würde dich zurückweisen. Ich verstehe, wirklich. Ja, natürlich, ich bin eindeutig kein ungeschliffener. Geweih, das auf einer edlen Mahagoni-Tafel montiert ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Im Reinklettern ins Maul hier. Hey.
Okay, ciao. Kleines Überwachungssystem hier am Start, oder was? Willkommen in meiner Wunderhöhle. Der Ort sieht unglaublich. Ich habe schon Besseres gesehen. Wie nett von dir. Hast du das alles selber gemacht? Ja, das habe ich. Obwohl es an der ursprünglichen Wunderhöhle aus meiner Vergangenheit nachempfunden ist, gibt es hier sehr wichtige Unterschiede. Wie du sicher siehst, konnte ich die interne Struktur anpassen. Am wichtigsten ist, dass ich die lächerlichen Beschränkungen, was berührt werden darf und was nicht, abgeschafft habe. Damit ich Gaston einen Schatz mitbringen kann? Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum du das willst. Der Zweck meiner Höhle ist es, Juwel der Zeit zu schützen. Welche Art von Schutzmaßnahmen hast du eingerichtet? Nichts, was diejenigen mit einem scharfen Verstand stören sollte. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Die magischen Strukturen in der Höhle drehen sich alle um die Zerstreuung von Licht. Um den Bereich herum können Spiegel angebracht werden, um das Licht umzulenken und auszurichten. Darüber hinaus gibt es einige Geräte, die, wenn sie mit Energie versorgt werden, Licht aus neuen Quellen erzeugen. Ich denke, ich kann damit arbeiten. Denk daran, du wirst das Juwel der Zeit in den tiefsten Tiefen der Höhlen finden. Okay, der ist echt reich, der Typ hier. Okay, hier haben wir schon so ein Teil. Das müssen wir wahrscheinlich hier rein. Hier müssen wir jetzt an- oder ausmachen. Das Tor ist geöffnet. Ach so, chillig. Das haben wir ja schnell hinbekommen. Dann schauen wir mal. Wir müssen da durch, glaube ich. Schauen wir mal, was wir hier so noch erledigen können. Aktiviere die erste Lichtschranke, aktiviere die zweite. Und optional können wir nach Hinweisen fragen. Ach Quatsch, mit Soße. Ein Spiegel haben wir. Ich denke, wir sind hier nicht umsonst hingegangen. Hier haben wir noch ein Spiegelchen. Ich muss allgemein mal eben kurz, ich habe mir noch gar nicht angeguckt, wo das hier überhaupt hinleuchten muss. Ah, auf die Spiegel. Ja, perfekt, haben wir jetzt. Das unten haben wir schon umgedreht. Hier haben wir jetzt den Spiegel. Geht's da rein? Glaube ich richtig so. Und hier kommt jetzt noch ein Spiegel hin, den wir gefunden haben. Erste Lichtschranke. Gleich check. Hier so machen. Dann kommt der Spiegel hoch und check. Nur noch die zweite. Okay, hier haben wir ein Schwebeteil. Lesen. 0% aufgeladen. Das müssen wir aufladen. Ah, da müssen wir die hier richtig drehen. Einer meiner leichtesten Übungen. Aufheben. Perfekt. Aufgaben nicht zu schwer sind. Achso, das Tor ist offen. Ja, chillig. Brauchst du gar nichts mehr machen. Hui. Dann holen wir uns mal schnell das Juwel der Zeit. Und dann haben wir alle drei. Verlasse die Wunderhöhle. Oh gut, wir müssen nicht mehr komplett zurück. Nadine, du bist zurück. Ja, Mission erfüllt. Du hast mir ein Schatz mitgebracht. Ausgezeichnet. Tut mir leid. Ich habe den besten Schatz mitgebracht. Akzeptanz. Soll das witzig sein? Ich weiß nicht. Ich amüsiere mich ziemlich. Aber Kopf hoch. Ich habe das Juwel der Zeit gefunden und kann bald die Insel der Ewigkeit retten. Ich nehme an, das sind gute Nachrichten. Was wirst du jetzt machen? Nun, ohne Schatz muss ich etwas anderes tun, um die Bewunderung der Leute hier zu gewinnen. Sobald ich mit den Zeitrissen fertig bin, habe ich große Pläne für die Insel der Ewigkeit. Du kannst sogar das Landesinnere besuchen, wenn du willst. Werdest du in Betracht ziehen, aber Gastonia wird immer die Attraktion sein, zu der alle kommen. Obwohl es ziemlich dürftig aussieht. Ich hatte große Pläne, bevor ich vom Täuschungszauberer abgelenkt wurde. Das ist es. Ich werde meine Pläne wieder aufnehmen. Besuche mich später. Ich werde deine Hilfe für einige Projekte benötigen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Oh, wir haben Kokosnuss-Lefou bekommen. Ich werde ihn in Ehren halten. Ah, du hast alle drei Juwelen der Zeit gefunden. Du hast lange genug gebraucht. Ich warte schon seit einer Ewigkeit. Willst du noch eine weitere Ewigkeit warten? Oh je, ist das eine Drohung? Nein, aber ein Dankeschön wäre nett. Mach dir keine Sorgen. Deine Belohnung wartet auf dich, wenn du die Zeitanomalie aus dem Palast entfernst und mich von diesem Ort befreist. Der Weg durch die Wüste ist immer noch versperrt. Du musst dir einen Zugang verschaffen, den du die Zeitanomalien entfernst, die das Grenzland in den Dünen blockieren. Nur dann wirst du mich befreien können. Sobald du den Palast erreicht hast, konzentriere die Magie deiner Sanduhr auf die Wunde der Zeit vor dem Palast. Und beeil dich, deine Belohnung wartet auf dich. Deine ewige Belohnung. Wir sollen jetzt das Grenzland freischalten. Und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, auch noch die Promenade und Lagune werden wir benötigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier alles lösen können, ohne dass wir die Sachen auch freigeschaltet haben.
Nichtsdestotrotz können wir uns natürlich nochmal eben angucken, wie teuer das Ganze ist. Ich meine, ich wüsste schon 10.000. Heißt, da wartet auf jeden Fall noch einiges an Arbeit auf uns, bevor wir das schaffen. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal alle drei Juwelen und können uns jetzt aufs Endgame vorbereiten. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns dann da erwarten wird. Wie vor allem hier noch so der Rest der Map aussehen wird und ob wir hier auch noch die Ruinen und den Aussichtspunkt und sowas alles brauchen. Ich gehe stark davon aus, dass es auch alles Sachen sind, die wir für das DLC, um es komplett durchzuspielen, noch brauchen werden. Aber immerhin haben wir jetzt Gaston Rapunzel befreit, dessen Aufgaben erledigt, alle Juwelen gesammelt und hier auch schon weitere Teile freigeschaltet. Zum Abschluss können wir nochmal eben Eves Aufgabe hier erfüllen. Das haben wir ja parallel gemacht. Ich melde mich mit weiteren Scans, Eve. Auf der Insel der Ewigkeit gibt es nichts zu befürchten. Das verschollene Boot im wilden Dschungel ist absolut sicher. Keine Gefahr des Umkippens. Die Schlangen in den funkelnden Dünen sind eigentlich ganz knuffig. Was den Kerl mit dem dicken Hals angeht, er ist eher nervig als gefährlich. Puh, du musst dich nicht vor mehr Gefahren fürchten. Du bist hier zu Hause, hier bist du sicher versprochen. Zu Hause. So, ihr Lieben, es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Also das DLC lohnt sich wirklich für alle, die es sich noch nicht geholt haben. Es macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Hauptquest schon durchgespielt habt, beziehungsweise ob ihr schon den Part der funkelnden Dünen gespielt habt, weil das kommt ja mehr oder weniger nach dem Part mit dem Dschungel, wo wir auf Rapunzel treffen. Es würde mich mal sehr interessieren, wie weit ihr bei dem DLC schon seid oder ob ihr es vielleicht auch schon komplett durchgespielt habt. Ihr könnt aber auch mit einer positiven Bewertung zeigen, dass ihr auf jeden Fall sehen wollt, wie wir noch weiterspielen und dass es euch gefallen hat. Oder allgemein Disney Dreamlight Valley ein Spiel ist, was euch super gut gefällt. Vergesst aber auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Falls ihr es bisher noch nicht getan habt, so könnt ihr uns wie erwähnt kostenlos mit einem Klick unterstützen und verpasst auch kein Video mehr in Zukunft. Und schaut natürlich auch bei unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Denn gerade auf Twitch zum Beispiel sind wir mehrmals die Woche live. Wir haben beide einen Kanal, dort seht ihr alles in Uncut Version und könnt mit uns quatschen. Und auf unserem anderen YouTube-Kanal Naka und auf Instagram gibt es täglichen Lifestyle-Content in Form von Kurzvideos wie Shorts, Reels, Stories, aber auch coole Vlogs und mehr. Also verpasst es auf jeden Fall nicht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, ihr Lieben!